Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit Amaya und Celeste. Beim letzten Mal war es super spicy. Nicht im Sinne von Sims 4 Love Struck, denn das habe ich immer noch nicht. Aber im Sinne davon, dass Amaya sich ein bisschen Mizuki und Elaine angenähert hat. And we love this! In diesem Part ist Silvester tatsächlich und wir werden eine Feier veranstalten, wo beide Teile der Familie eingeladen sind. Es wird, glaube ich, sehr interessant. Ich weiß noch nicht, wo uns das hinführen wird, aber ich freue mich. Ich habe das Gefühl, jetzt passiert endlich mal wieder was. Als ich in das Spiel gestartet bin, hat es mir gesagt, dass irgendwie zwei Sachen entfernt wurden von dem Grundstück. Ich weiß nicht, was sie genau meinen, aber ich denke, dass es nichts Dramatisches sein wird. Also ist ja auch egal. Okay, sie hat Spaß mit ihrem Ton, den sie zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Sie könnte ja ihr cooles Outfit nachher tragen. Wow, 400 Simoleons für ein Video. Girl, das Video ist sowas von aktuell. Dann verkauf nochmal deine Kartoffeln. Ich glaube, ich muss diesen Tonklumpen verkaufen, wirklich. Der stresst mich ja jetzt schon, weil die ganze Zeit damit interagieren wollen. Ich finde das an sich ja total süß, aber könnt ihr aufhören, permanent damit irgendwelche Dinge machen zu wollen. Okay, hallo Mizuki. Und was ist mit dir, Joaquin Lischien? Also, geht's dir gut oder soll man dir helfen? Man weiß es nicht so genau, ne? Ich lasse dich einfach mal in Ruhe. So, und bei den beiden ist es ja gerade ein bisschen schwierig und trotzdem unterhalten sie sich gerade sehr schön. Also, I love it. Ich glaube auch nicht, dass diese schwierige Dynamik, die sie gerade haben, dass die jetzt auf lange Dauer sein wird unbedingt. Amaya möchte erstmal Gitarre spielen, kann sie gerne tun. Sie wünscht sich, mit Mizuki Freunde zu werden. Das passt tatsächlich sehr gut. Ja, wir können leider immer noch kein Fahrrad fahren. Nein, du machst kein Chaos. Du hast noch Hausaufgaben zu machen, dann gönn dir doch mal ein paar Matheaufgaben an Silvester. Du hast gerade nämlich eh nichts Besseres zu tun. Und es dauert auch noch ein bisschen, bis die Party anfängt. Ja, 20 Uhr erst. Da kannst du auch noch mal ein bisschen produktiv sein vorher. Und ich muss wirklich sagen, ihr Kinderzimmer ist eines der liebsten Kinderzimmer, die ich je eingerichtet habe. Ich weiß nicht, aber irgendwie hat das so viel Personality. Ich lieb's so sehr. Und das Color Scheme ist auch süß. Amaya möchte gerne joggen gehen. Soll sie meinetwegen machen? Ich meine, sie ist ja auch ein bisschen unberechenbar. Hallo? Wer ist denn hier? Ja, dann geh doch mal zu deinem Dad. Was ist denn mit dir? Warum unterhaltet ihr euch denn jetzt durch die durch die Mauer? Warum? Okay, er kommt rein. Immerhin. Nein! Hör auf! Hier gibt's kein Chaos. Warum ist er denn jetzt kokett? Oh Mann, oh. Anscheinend ist er ja wohl eher wegen Amaya hier eigentlich und nie wegen Celeste. Ja, Amaya hat ihm auch schon einen Kuss zugeschickt. Hm, ich sehe schon. Also anscheinend haben die beide gerade Bock. I mean, ich habe RPO rausgeschmissen erstmal, weil der ja nicht mehr up to date war. Glaube ich, lasse ihn auch erstmal raus. Auf jeden Fall, ich meine, ich habe zwar Risky Woohoo, aber ich glaube irgendwie auf 1%. Also ich glaube nicht, dass das, also wenn das eintritt, dann heule ich übrigens, ne, also. Aber, ne, wenn ihr eine Zeit habt, dann nutzt doch die Zeit, wo wir jetzt nicht irgendwie mit einem Verhütungsmittel agieren müssen. Ich weiß, was jetzt nicht mehr da ist, was entfernt wurde. Das Notizbuch von RPO und die Verhütungsmittel. Oh mein Gott, natürlich! Okay, sie hat einen neuen Crush auf Jeremy. Girl, nee. Was soll das wieder? Mach lieber einen Schneeengel. Aha, hier. Das wollte ich jetzt gucken. Warum ist das bei Teens bei 15%? Wieso ist das überall bei 15%? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist bei allen nur bei 1%. Gott, no. Ich habe doch jetzt nicht wieder Drama beschworen, oder? Bitte. Oh mein Gott, sie ist nicht schwanger. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Also, das hätte ich jetzt nicht handeln können. Naja, in Zukunft ist es dann nur 1%. Ich hätte schwören können, ich habe das nur bei 1%. Oh mein Gott. Nee, du bist froh, dass du nicht schwanger bist, Girl. Wirklich. Also, wir hätten sonst echt anbauen müssen auch wieder, ne? Ich weiß nicht, wie wir das hätten regeln sollen, actually, weil das ist also wild. Oh, wen haben wir denn da? Familie Johnson ist schon wieder fast komplett hier. Was ist das eigentlich immer? Irgendwie immer Familientreffen, ne? Ich kann immer nur wieder sagen, dieses Let's Play macht mich einfach fertig. Und ich weiß nicht, irgendwie passieren immer Dinge. Manchmal bin ich lost, manchmal ist das Spiel aber auch einfach Drama pur. Also meistens muss ich ja hier nichts inszenieren, damit irgendwas Wildes passiert. Guck, die haben schon wieder liebes Minus bekommen. Ich habe gar nichts gemacht. Was soll das denn? Entschuldige dich gefälligst.
Okay, er geht dann jetzt auch. Muss ich vielleicht noch für die Party fertig machen? Apropos, ich will ihm auch demnächst mal neue Outfits geben. Warte mal, das kann ich eigentlich auch jetzt machen. Weil diese Lederjacke, toll und so. Aber ich würde ihm gern wenigstens ein zweites Outfit geben. Weil ich kann es nicht mehr sehen. Als ich ihn erstellt habe, gab es ja dieses Goth-Pack noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht was für ihn ist. Guck mal, ist doch gar nicht schlecht. Okay, okay, okay. Und hier kriegt er dann noch diese Weste oder sowas. Einfach, dass er mal was anderes noch hat. Sehr schön. Mehr wollte ich gar nicht. Ich bin im falschen Haushalt. Ich hatte schon Angst, dass die Party hier jetzt weggemacht wurde. Aber alles gut. Wer bist du? Also, an sich, Talentwettbewerb finde ich super. Aber A, ist es Silvester? Und B, wer bist du? Ich glaube, wir werden es nie herausfinden. Hä? Ja, hör auf, die ganze Zeit Chaos veranstalten zu wollen. Was ist denn mit dir? So, du kannst ja vielleicht mal irgendwas zu Abendessen servieren für die Leute. Taco-Auflauf klingt gut. Nein, ich will Taco-Auflauf machen. Hier, du kannst deiner Mutter doch helfen. Dann können wir auch schon mal Musik anmachen vielleicht. Oh, sie hat ihren Vorsatz jetzt schon geschafft. Ja, guck mal. Stimmt, ich habe vergessen, dass wir Janko eingeladen haben. Hi. Mizuki, hi. Elaine, hi. Oh mein Gott. Wie hübsch. I can't remember. Aber ich lieb's ja so. Ach, schön, aber. Irgendwie, ich find's gerade richtig süß. Amaya hat erfahren, dass Paul als Polizeihauptmann arbeitet. Oh, daran kann ich mich irgendwie nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das eingestellt hatte. Familiäres Bedrängnis. Okay, sie ist vielleicht noch ein bisschen gestresst. Okay, hier wird schon getrunken. Cherry ist auf jeden Fall auch. Slay. Oh, sie drücken sich ja. Ach, toll. Ich muss da, glaube ich, nochmal reingehen und gucken wegen der Sonnenbrille, dass ich die dann wieder wegnehme, weil ich weiß nicht, warum wird die jetzt immer wieder hinzugefügt. Sims sich küssen lassen? Bitte? Also sie kann Jeremy küssen. But that's it. Oh, wir haben eh schon Gold. Na dann. Oh nein, ew, warum hast du dir denn eingepisst? What happened to him? Er denkt sich so, warum wurde ich nicht eingeladen? Weil keiner deinen Namen aussprechen kann, Mann. Erwartungen festlegen. Ach nee, warte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Moment. Ihr müsst alle noch Countdown bis Nitter. Mit. Shushubi, Leute. Shushubi. Shushubi. Ein letztes Mal. Shushubi. Ja. Happy New Year. Woo! Schön. Okay. Jetzt, entschuldige dich nochmal bei deiner Mom. Ich habe gesagt, entschuldige dich nochmal bei deiner Mom. Ach, die drücken sich. Ach, Mensch. Und sie hat gerade Jeremy noch abgeknutscht. Ach, keine mehr. Und dann vielleicht könnt ihr nochmal die Erwartungen festlegen. Das wäre mir ganz wichtig. Und sie möchte sie gerade beruhigen. Ach, ihr seid doch... Ach, Mann. Ach, und Mizuki kommt auch noch dazu. Okay, Celeste mag Latin Pop. Ach, wie schön. What? Ich glaube, Elaine kann ihr trotzdem noch nicht so ganz verzeihen. Sie sagt natürlich trotzdem Danke, dass du gekommen bist und so. Macht ja auch Sinn. Sie hätte ja auch einfach fernbleiben können, ne? Wenn sie ja anscheinend immer noch ziemlich sauer auf sie ist. Naja, aber sie reden trotzdem miteinander. Sie haben eine ganz mini grüne Leiste. Auf die Wiedervereinigung, sagt Elaine. Auf, dass wir endlich wieder eine normale Familie sein können, vielleicht. Gar nicht, kann das doch nicht. So, jetzt wird erstmal geschlafen. Aufgeräumt wird morgen. Elaine ist die Letzte, die noch da ist. Irgendwie passt es. Sie ist wahrscheinlich sehr enttäuscht wegen ihrer Tochter, aber sie möchte sie natürlich trotzdem nicht aufgeben. Ich dachte wirklich, dass das Wiedersehen, dass das vielleicht alles ein bisschen harmonischer werden kann, aber ich glaube, die machen es mir noch ganz schön schwer. Als ob wir eine Stereomaschine bekommen haben. No. Hell nah. Ich habe gehört, dass du dich mit Jeremy Johnson angefreundet hast. Also ich bin schon sehr lange mit ihm zusammen, actually. Und da muss jemand ganz dringend pinkeln. Bertha, nein! Ich habe Bertha schon wieder sterben lassen. No! Das war keine Absicht. Dann kannst du deine Pilze verkaufen gehen. Ach so, und hier gibt es erstmal Pizza zum Frühstück anscheinend. Auch gut. Ach, Bertha, es tut mir so leid. Aber es ist immerhin endlich wieder Frühling. Das heißt, der Schnee verschwindet dann wieder. Und das heißt, dass Celeste endlich Fahrrad fahren kann. Woo! So, sie geht jetzt auch zu ihrer Mom und möchte mit ihr reden. Naja, vielleicht macht sie sich auch Gedanken darum. Wie war es so für sie? Schwer beeindruckt. Och, Mann. Ich sag ja, also, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist zwischen denen, die lieben sich. Durch eine lustige Party zusammengewachsen, auch gut. So, Amaya, und du darfst jetzt aufräumen. So ist das, wenn man eine Party geschmissen hat, hä? Die Teller stehen hier sogar auf dem Boden.
Na super. Ja, das ging schneller als gedacht. Was macht Darling Walsh hier? So, nimm mal ein Video auf. Amaya verschwindet aus dem Rampenlicht. Ja, ich bin noch dabei, ein Video aufzunehmen. Jeremy ist zu junger Erwachsener gealtert? What? Als ob er so viel älter war als wir. Weil wir haben noch 2 Wochen, bis wir Geburtstag haben. Ich würde sagen, Celeste ruft jetzt mal Jeremy an und beglückwünscht ihn natürlich auch. Happy New Year. So, Hashtag Happy New Year, Hashtag Silvester, Hashtag Party. Okay, ich habe jetzt gerade überlegt, was könnte man Jeremy so schenken? Und ich glaube, jetzt wo er jetzt da gerade erwachsener geworden ist, wäre es voll cool, wenn wir einfach mal gemeinsam in den Urlaub fahren würden. Ich müsste dann nur einmal was platzieren. Weil wenn, würde ich natürlich gerne nach Sulani gehen. Weil Sulani ist für mich so eine klassische... Hier mache ich Urlaub, Welt. Man kann danach nicht filtern? Wow, das sieht cool aus. Ups, ich hab's auf dem falschen Grundstück platziert. Das sieht auch nicht richtig aus. Was mache ich denn falsch? Was auch immer diese Person hier getan hat. Die hat mir, glaube ich, einen Pool gebaut hier drinne. Was, ich lösche das hier? Ich hoffe, dass das hier trotzdem funktioniert. Ansonsten, ich bleibe jetzt dabei. Ich platziere jetzt noch gerade was Neues, wo ich das falsch platziert habe. Und dann machen wir Urlaub. Hier, das ist eine Renovation. Guck mal, dann nehmen wir das doch. Ich muss daraus doch ein Mietobjekt machen. Ich hoffe, dass das alles hier funktioniert, ne? Ich sitze hier bestimmt schon eine Viertelstunde oder so und baue hier nur irgendwelche Sachen um. Ich speichere erstmal. So, und jetzt würde ich gerne in Urlaub. Mit der Family. Was ist hier denn los? Kann nicht mehr. Was ist denn mit diesem Spiel? Warum wird mir Sulani hier nicht angezeigt? Ich kotze. Hä? Warum ist das jetzt wieder... Ah! Ich hab's doch extra erinnert und es stand doch extra da. Hä? Jetzt ist es auch wieder weg. Ich glaube, dieses Grundstück ist verbuggt. Also das von der Galerie. Wie wär's denn mit sowas Kleinem? Guck mal, das wäre doch auch optimal für uns. Also... Vielleicht liegt das auch in dem anderen Ding und dann müssen wir uns jetzt damit begnügen. Ich dachte, wir machen Luxus, aber anscheinend wird es kein Luxus. Mal gucken. Ich will doch nur Urlaub machen. Oh, Sulani? Ja, ich glaube, das Grundstück ist einfach broken. 749 pro Nacht, das geht ja sogar noch. Warum? Seid ihr nackt? Wir machen mal 3 Nächte. Man muss sich das ja auch gönnen, ne? Ein bisschen ausnutzen. Ich meine, beide brauchen ja mal irgendwie eine Auszeit, deswegen passt das ja eigentlich ganz gut. Und Celeste nimmt sich hier auch ein großes Bett. Das hat sie sich verdient. Oh, ist das schön hier. So, Amaya rennt direkt los und das Erste, was sie hier tut, ist natürlich ihren Bikini anziehen. Dann malt sie ein Herz in den Sand. Süß. Und dann möchte ich, dass ihr zusammen hier rausgeht. Dann macht ihr bitte ein Foto zusammen. Schön. Ich habe vergessen, ihr das Outfit anzuziehen vorhin. Ups. So, und Amaya bereitet jetzt erstmal was zu essen vor. Die beiden schäkern hier schon die ganze Zeit rum. Süß. Sie macht jetzt Meerjungfrauen nach, weil sie nicht weiß, dass das vielleicht auch ein bisschen gemein ist. Weil ich meine, hier soll es ja Meerjungfrauen geben, ne? Dann einmal, warum kann ich nicht rufen? Nimmt sich halt jeder, der möchte. Ja, guck mal, Jeremy nimmt sich tatsächlich was. Wie schön. Oh, das ist tatsächlich jetzt einfach mal ein Happy Family Moment, ne? Ich würde an der Stelle aber auch erstmal den Part beenden. Ich bin sehr gespannt, was diese Abenteuer im Urlaub jetzt noch so mit sich hervorbringen. Habt ihr noch Ideen, was wir denn hier dann so machen sollen? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!